Die Tänzerinnen und Tänzer tanzen eifrig. Im Zuschauerraum sitzt jedoch nur eine vierköpfige Familie. Im touristischen Gebiet des Alibergs sind nur noch wenige Besucher zu sehen. Wegen der Epidemie kommen kaum noch ausländische Reisegruppen. Nur einzelne Taiwaner sind zu sehen. Beeinträchtigt ist auch der Zhou-Kulturpark. Die Mitarbeiter dort werden zwar nicht entlassen, sie müssen jedoch mit einer vorläufigen Gehaltskürzung rechnen. Das Tourismusgeschäft hier ist von der Epidemie schwer betroffen und die Betreiber hoffen auf eine baldige Unterstützung der Regierung.